Fruchtastisch. Fruchtastisches Hallihallo und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Mario ist ganz durchgefroren, ihm friert wahrscheinlich gerade der Cock ab, aber ich kann das verstehen, weil gerade bei mir gefühlt im Raum minus 400 Grad sind. Minus 400! Ich habe mich auch zugemummelt wie irgendeine Mumie. Und ja, ich hoffe, dass mir in der Aufnahme etwas wärmer wird. Weil ich hoffe natürlich, dass ich schwitzen werde. Wir sind ja hier, irgendwo, ist ein Polarland auf jeden Fall, so heißt das Kingdom. Wir sind im Polarland, letzten Part angekommen. Und sollen jetzt 4 Challenge-Räume bestehen, damit die 4 Fackeln angezündet werden und daraufhin sich dann die Luke öffnet. Oh, sieh mal hier einer an. Wenn das mal, ist das ein Secret Moon? Nein, ist es nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier irgendwo ein Secret Moon sein wird. Was so, was hundertprozentig was mit dem Schnee zu tun hat, wenn das hier gerade die Challenge ist. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, hier haben wir eine ganze Wand. Wenn ich die Wand hier unten wegmache, fällt dann der Schnee runter? Ja. Aber ganz komisch. Ja. Das sah gerade ganz komisch aus. Hier unten ist aber nichts mehr, oder? Nee. Aber am Anfang ist da auch irgendwas. Ich weiß nicht, ob am Anfang was war. Eigentlich müsste man ja immer am Anfang mal gucken, ne? Oh, fuck! Ist das dein Ernst? Als ob mir das gerade passiert ist. Als ob mir das gerade passiert ist. Aber hier ist tatsächlich nichts am Anfang, oder? Oder etwa doch? Nee, eigentlich war immer irgendwo was am Anfang. Selbst im ersten Challenge-Raum war was am Anfang. Und hier war doch jetzt... Ja, hier. Ja, auch nur eine Münze. Und hier hatten wir auch noch eine Münze, ne? Ja, da brauche ich das nicht nochmal zu überprüfen. Ja, sorry, dass ich mich gerade so behindert angestellt habe. Hier ist aber auch nur... nicht so relevantes Zeug, oder? Ich denke mal. Ja, bestimmt. So, gehen wir mal nach hier. Boah, ich hoffe, ich verpasse nichts, ne? Lass mich bitte nichts verpassen. Das wäre so scheiße, wenn ich was verpassen würde. So, zack. Lasset die Luft frei. Oh. Was? Bitte was? Auf einmal die Brutals. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Was auch immer die hier machen. Die Zuckergussdrüse gehört jetzt uns. Anscheinend verbindet der Chef keine positive Erinnerung mit Torten. Egal. Unser Job hier ist jedenfalls erledigt. Keine positiven Erinnerungen mit Torten? Ist das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Mir fällt da Mario Bros. U ein, weil da haben die auch eine Geburtstagstorte oder so. Naja, egal. Also er auf einmal, oder wie? Ich verstehe schon. Also ich verstehe... Nein, fuck. Ja, mit Eis ist nicht so berauschend. Ja, bleib mal stehen, bitte. Danke. Auf einmal die Brutals. Das kam jetzt ziemlich spontan. Aber gut. Fuck it. Die sind ja in jedem Level vertreten. Daher, was wundert mich überhaupt? Irgendwann hätten die sowieso kommen müssen. So, wirf mal den Hut, du Kunde. Oh, gleich 2 auf einmal. Schön auf den Kopf. Boah, halte ich ja fern von mir. Geh weg. Geh auf Abstand, wenn ich jetzt noch verkacke, ne? Wenn ich jetzt noch verkacke. Lass hier bitte irgendwo ein Herz drin sein. Lass hier ein Herz drin sein. Lass hier ein Herz. Oh, danke schön, danke. Hier kann man ja auch keinen Seitwärtssprung oder sowas machen auf dem Eis, aber... Du! Zack! Gut. Das war jetzt ein spontaner Kampf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier auf einmal die Brutals sind. Gut, haben wir jetzt noch einen spontanen Bosskampf gehabt. Warum nicht? Wir bekommen dafür sogar einen schönen, orangenen Mond. Mond! Ja. Yeah. Ich neige ab und zu mal dazu, mitzujahren. Tut mir leid. So, 2. Challenge-Raum wäre damit erledigt. Ich hatte das gerade extrem gewonnen. Aber warte mal.
Hier muss doch aber jetzt trotzdem noch ein Secret Mo. Siste? Siste? Aha! Solche Säcke! Warte mal, hier war ein Weg? Hier war ein Weg! Oh, hätte ich nicht nochmal rumgeguckt. Natürlich muss hier noch ein Secret Moon sein. Weil in jedem so ein. Weil in jedem Challenge-Raum oder so allgemein gibt es einfach. Gottverdammte. Zwei Monde. Einmal dieser Hauptmond. Und dann. Der Secret Moon, den man noch so entdecken könnte. Ja. Zum Glück habe ich auch mal nachgesehen. Ja, wir haben noch zwei Hindernisse vor uns. Ich nehme mal den hier. Die Typen sind doch so knuffig, ne? Die sind so verdammt knuffig. So, was haben wir jetzt hier? Das ist die Eiszapfenhöhle. Och nein. Boah, darf ich aber ganz kurz anmerken, dass mir das Kingdom irgendwie gefällt? Weil. Mich überrascht das gerade. Ja. Mich überrascht, dass die Grafik so gut aussieht. Einen Moment mal. Hat das was zu bedeuten, wenn die Eiszapfen runterfallen? Kann ich damit was machen? Ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei. Hier ist aber nichts versteckert, oder? Naja, wackelt die Erde. Kein Goomba töten. Nein, kein Goomba. Wenn jetzt irgendwo eine Goomba-Dame oder so ist, ne? Ich raste aus. Ich raste sowas aus. Ja, hier nur Münzen. Das war alles nur für Münzen. Dankeschön, Spiel. Ich bedanke mich mal an der Seite. Aus, bei dir. Ist kein Problem. Kannst du gerne machen. Ja, ist kein Problem. So, vielen Dank. Ha! Als wenn ich es nicht gewusst habe. Oh, da. Der ist respawned. Lol, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wir brauchen vier Goombas. Das ist so eine Art Goomba-Zähler. Das erinnert mich an Super Mario 3D World, an diese Klonzähler. Da waren ja auch solche komischen Schalter und du brauchtest halt so und so viel Doppelkirschen. So und so viel Duplikate durch die Doppelkirsche. Und dann hat sich irgendwie eine Plattform erhoben oder da kannst du irgendwo anders hin. Ja, und das erinnert mich das gerade. Ich nehme an, jetzt brauche ich die Goombas nicht. Das gibt es einfach nicht. Schaffe ich den Sprung überhaupt hier rüber mit den Goombas? Ich möchte nämlich nicht rutschen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, dieser Eiszapfen. Der fällt doch bestimmt irgendwie runter, oder? ich muss doch bestimmt irgendwie dafür sorgen, dass dieser Eiszapfen runterfällt. Hier kommt jetzt auch ein Eiszapfen runter. Ich bin aber gewappnet. Ich bin definitiv gewappnet. Oh, das sind aber ganz schön viele Münzen. So. Her damit. Auch hier her damit. Ich möchte nicht geizen. Ich möchte nicht geizig sein. Also, irgendwie bin ich schon geizig, ne? Wenn ich alles mitnehme, was mitzunehmen geht, aber. Oh, sieh mal einer an. Zack, zack. Oh nein. Sag bloß, man hätte mit allen Goombas herkommen sollen. Moment, das muss auch anders gehen. Ha! Als ob, Alter. Ich lasse mich schon nicht verarschen. Ah, ich verstehe, was wir machen müssen. Aha. Der Eiszapfen muss doch fallen. Zack. Und jetzt noch hier. Ich stelle mich mal in die Mitte. Das ist bestimmt cool. Ja! Was? Warum bin ich in der Luft? Okay, perfekt. Secret Moon, lila Münzen. Hauptmond. Damit haben wir alles abgecheckt. Ohne was verpasst zu haben. Ich finde es immer ganz interessant, dass man da immer das Datum sieht. Wir müssen mal auf die Datum, mal aufs Datum achten. Weil das ist immer, ich finde das ganz spannend. Da seht ihr immer, wann ich aufgenommen habe. Ist ganz cool. Und habe ich eigentlich schon erwähnt? Warte mal. Ja. Ich sehe schon. Jede Fackel geht aus, außer die. Die sind magisch. Warte mal, blockieren die Wege? Kommt man dann da nicht mehr rein? Doch, man kommt da nochmal rein. Ich wollte schon sagen, gut. Jetzt fehlt nur noch dieser Challenge-Raum hier. Der letzte Challenger. So, gucken wir da mal rein. Was ist hier? Ah, ich sehe schon direkt. Der gähnende Abgrund, ja. Wir müssen... Also, was?
Was ist das? What the fuck? WTF? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh lol. Ich habe eine Idee. Das sind lila Münzen. Alter, willst du mich verarschen? Was sind das für Dinger? What the fuck? Was geht? Ja, ja, ist okay. Da unten sind Münzen im Eiswasser. Ich dachte, das Eiswasser. Oh, ein Herz. Ich hole mir das trotzdem. Eiswasser hin oder her. Ja, ja, ich weiß, eisig kalt. Boah, schaut euch Mario an. Alter, wollt ihr mich? Geht mal weg von mir. Bitte. Bitte. Lass mich einfach in Frieden. Wo ist das letzte? Ah, das ist einfach da. Okay, sehr gut. Sehr gut. Oh, das sind nochmal lila Coins. Ah. Ah. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Das gibt's doch nicht. Was sind das überhaupt für Gegner? Kann man die capturen oder so? Nee, nee, nee. Das sind einfach nur irgendwelche... irgendwelche Gegner. Wo sich... Wo ich mir einfach nur denke, WTF. Danke. Yep. Ich muss doch bitte hier hoch. Yep. Yep. Nee, nee, da möchte ich nicht nochmal hin. So, wir haben alle Challenge-Räume geschafft. Wie ich das gerade richtig feststellen muss. Das ist, wir haben sogar genügend Power-Monde und können damit im Prinzip sogar ins nächste Kingdom. Sehr gut. Der Schlotter-Krampi. Der Schlotter-Krampi. Okay, okay. Krampi. 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 Hier könnte aber trotzdem noch was sein. Warte mal. Habe ich jetzt ein... Eben nicht? Ich wäre fast gegangen, aber ich habe doch noch keinen Secret Moon gefunden, ne? Ich vergesse das manchmal mit den Secret Moonen. Zum Glück habe ich hier nochmal nachgeguckt. Habe ich? Ja, habe ich, ne? Ja. Gut. Also, nein, 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 nein. Wow. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es liebe, Arschbombe voll in die Röhre reinzudonnern? Schlotter-Compton-Siedlung. Wir haben 25 Münzen. Schaut euch die mal an. Ja. Ach man, sind die putzig. Ich hole mir jetzt meine Kleidung, passend zu diesem Kingdom. Habe ich aber was Schönes gesehen. Hattest du die angeboten? Nee, du hattest die nicht angeboten. Tut mir leid, mein kleiner Freund. Dein Taschengeld bekommst du noch nicht. Ja, genau die hier. Sehr gut. Oh, wir hatten sie sogar schon davor. Ist nicht so schlimm. Ziehe ich mich jetzt um. Und das hier auch gerne. Wie viel habe ich da noch? 10. Da kann ich mir noch die zwei anderen Sachen gleich kaufen. Ja, diesen Sticker. Shiveria. Heißt du die Rennpiste? Und ein Teppich. Warte mal, ist das echt ein Teppich? Schlotterteppich. Dann haben wir einen Teppich bei uns in der Odyssee. Wir haben einen fluffigen Teppich. Teppich. Ja, genau. Ich lege das mal so fest. Wir haben einfach einen fluffigen Teppich. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich kann gerade nicht reden. Das ist unglaublich. So, da sind wir also in wunderschöner Kleidung. Wir sind wunderschön gepolstert. Ich bin auch bereit, weiterzuziehen. Au. das war... Ja. Wo geht's hier hin? Oh, what the fuck? Schneeflockenpiste, ja? Oh, wir haben hier direkt einen Pixel-Katzen-Mario. Gut, gut. Gut, kann ich verstehen. So, das erste, was ich abchecken muss, bevor ich hier runtergehe. Ich merke schon, die Musik hat sich ein bisschen geändert. Ist hier oben was? Ist hier nix. Wirklich überhaupt nix. Gar nix. Echt jetzt? Hätte ich jetzt anders erwartet. Oh, warte mal. Die haben einen König hier? Einen Anführer? Ernsthaft? Ist ja lollig. Moin. Oh, wir können das Rennen leider nicht starten. Es fehlt ein Athlet. Oh, okay. Es fehlt ein Athlet. Ich bin doch der Athlet. Sag mal. Du kommst schneller um die Kurve, wenn du springst wie ein Flummi. Ich weiß nicht, was das hier soll. Kann ich, soll ich mich hier hinstellen, um mit dir zu reden? Oder was soll denn das jetzt? Ich verstehe das nicht ganz. Oder?
Ich glaube, das sind wirklich Robben, ne? Die sind ja nackig. Ah, na, der Athleten kommt nicht aus dem Warteraum. Warum dauert das so lang? Moment mal, ich glaube, ich weiß, was jetzt hier abgeht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was jetzt abgeht. Und ich glaube, ich müsste das mal hier abchecken. Na, hier sind nur Münzen. Hatte nicht mal einer gesagt, man muss rund und wollig sein und sowas, ehe man mitmachen kann? Weil ich das Gefühl habe, dass wir so einen Typen capturen werden jetzt gleich, wenn einer nicht aus dem Warteraum kommt. Sieht so aus. Der hat keine Mütze. Oh, der Arme. Was haben wir hier? Aha, siehste. Ja, wir haben nur 3 lila Münzen, aber ist doch besser als nichts, ne? Was, kann man den ganzen Schnee wegmachen, oder? Hat das dann, passiert dann was Spannendes? Wenn man den ganzen Schnee entfernt? Ich weiß es nicht. Ich bin da so einer, der da ganz gern mal alles überprüft, auch wenn es total unnötig ist. Das war jetzt total unnötig. Ich tut mir leid. Was ist mit dir los? Rennen? Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten könnte, das wäre... Da wäre ich aus dem Schneider. Ich weiß schon, was ich jetzt machen muss, Leute. Was? Bitte was? Ich bin ernsthaft ein Ball. WTH. Oh. Her damit. Das ist echt cool, muss ich sagen. Das ist verdammt cool, Mann. Wir sind einfach so ein kleiner Specksack. Ey. Hier ist der Athlet. Nur endlich. Jetzt können wir das Rennen starten. Die Zuckergusstorte wurde gestohlen, darum gibt es für den Gewinner eine Multimond als Preis. Bist du bereit für das Rennen? Ja. Seit dem letzten Rennen ist eine Weile vergangen, darum beginnen wir nun mit dem Trainingsrennen. Ein Trainingsrennen also, ja. Ich möchte einfach mal kein Training machen. Vielleicht ist das total dämlich. Aber ich werde es einfach versuchen ohne. Oh, da oben stand die Torte, ne? Oh. Ich werde es mal ohne Tutorial versuchen. So. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Einer hat gesagt, ich soll das hier machen. Ja. Ja, okay, scheint zu helfen. Zack, zack, zack. Okay. Ich glaube, ich hab den Dreh raus. So schwer scheint das nicht zu sein. Ja. Okay. Nein, fuck. Nein, fuck. Nicht in hohen Schnee. Nicht in den hohen Schnee, Diggi. Nicht! Ich war gerade glücklich, dass ich so weit vorne bin. Okay, das macht verdammt Spaß. Okay. Boah, ey. Ich merke schon, man baut mehr Schwung auf, wenn man im richtigen Moment... Ja. Okay, gut, so schwer war das nicht. Da hätte ich mir... Gut, dass ich mir das Tutorial echt gespart habe. Hätte besser sein können. Es hätte sogar, glaube ich, unter einer Minute sein können. Wäre ich nicht so oft in den dunklen Schnee gegangen. Aber ist okay. Ist okay. Was für ein unglaubliches Rennen. Man konnte dich fast nicht erkennen. Du Überschallschneeball. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, wie die klingen, wenn die reden. ich habe verstanden, Gizmo. Der Multimond ist unser Preis für den ehrenhaften Gewinner. Hadouken!
Ja. So, damit haben wir den Multimond. Ja. Damit haben wir eigentlich das King dann abgeschlossen, ne? Haben wir. Wir haben den Brudel besiegt. Wir haben den Multimond. Wir können ins nächste Kingdom reisen, aber das mache ich natürlich noch nicht. Weil, wie man sieht, ich konnte es mir schon denken, ist der Schneesturm jetzt weg. Und es hat sich so vieles verändert jetzt. Ich würde einfach sagen, dass wir das... Juhu, diese Sonne scheint, kalt ist es allerdings immer noch. Ja, Mario ist nicht mehr so kalt, denke ich. Nee. Cool, ne? Sobald man das anhat, ist ihm halt wirklich nicht mehr so kalt. Das finde ich geil. Ja, wir gucken uns jetzt hier natürlich noch weiter um. Aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschü mit Ü und tschüdelü. Schau hi ho ha ja ha.